Während ihr euch auf den Palastberg nach oben kämpfen könnt, an den Villen vorbei von den zahlreichen Adligen aus Romulus, könnt ihr tatsächlich an dem Platz in der Mitte erkennen, wie dort eine kleine Gruppe aus Kämpfern steht, die sich verteidigen, erbittert gegen eine Übermacht von erhaltenen Gardisten, allesamt in Verkleidung. Ihr könnt erkennen, Melvin Störrebrand, der zusammengesunken in der Mitte des Platzes liegt, ein Adeptus Minor, der über ihn gebeugt ist, Asavo Jitzkok vom See und Rohaya, die kämpft wie eine Löwin. Was wollt ihr tun? Erstmal rufen. Hey da! Bei den Göttern! Verstärkung ist hier! Kommt heran! Einmal dran geritten. Ja, Asavo kämpft, wie gesagt, mit Stab, ist vor allem in einer verteidigenden Position. Könnt wohl sehen, dass er auch blutet am Gewand, hat wohl schon mehrere Stiche und Schwerthiebe abbekommen. Und wenn ihr dann von der Seite mit euren Pferden heranprescht, könnt ihr die übrigen ja definitiv so ein bisschen kaputt reiten. Gebt mir nochmal eine Reitenprobe oder eben eine Angriffsprobe, eine beliebige. Aber jetzt seid ihr zumindest in Überzahl. Eben sah es nicht mehr so gut aus, jetzt durch euren beherzten Eingriff wird es besser. Also ich renne, weil ich habe kein Pferd. Außer Boltax haben es geschafft. Ja, Boltax trabt so ein bisschen hinterher, hält sich wohl ein bisschen die Seite, hat sich da wohl irgendwie ein bisschen gestoßen oder was auch immer da passiert ist. Ja, wahrscheinlich noch eine Zerrung vom Tanzen. Und trefft dann nach kurzem an dem Platz ein Fürstin der Burgunderallee und Tuan Horas. Ich sattel da vom Pferd ab und verneige mich kurz von der Kaiserin. Bei Majestät. Ach, ihr kommt gerade rechtzeitig. Falls es sich noch nicht so durchgesprochen hat, die Situation ist einerseits grimm, andererseits kann ich euch versichern, dass diese Truppen allesamt Answin hat uns angegriffen. Die gehören nicht zu Answin, es ist Asmodeus. Asmodeus? Sie haben alle drei zusammengearbeitet, um uns am Stadteingang abzufangen. Es ist definitiv das Werk des ewigen Verräters. Der Hofmagier von Galotta? Eben jener. Mein Bruder hat mich auch verraten. Ich blicke mal kurz, einen satten Blick werfe ich auf die Fürstin. Die ist hier, oder? Nein, die Fürstin selber ist nicht hier. Du guckst dich nochmal um. Irgendwelche Adligen in einem Kleid, die da wohl noch beschützt worden sind, ein Adeptus Minor. Du erkennst den Bürgermeister Redenhard von Bellingham Opstein, den hattest du ja damals schon gerettet, den Baron von Natürlich Opstein. Natürlich ist der hier. Und wie gesagt, Melvin Störrebrand, der ohnmächtig gerade zusammengesunken dort liegt und der Adeptus Minor, der sich heldenhaft über ihn gestützt hat. Er hat schon einmal versucht, die Stadt an sich zu reißen. Dies ist ohne Zweifel ein weiterer Verrat von seinem, um Zweifel unter unseren Truppen zu säen. Es ist nicht Answin und es ist auch nicht euer Bruder Selindian. Ich gebe euch mein Wort darauf. Wir müssen die Stadt erst einmal säubern, danach werde ich dieses Chaos aufklären. Iserun, geht's euch gut? Asavo stürzt zu dir heran. Ja, sehr gut. Aber was ist mit dir? Da? Ja, alles gut, nur oberflächlich. Puh, ihr kamt gerade im rechtzeitigen Moment. Nun, hier ist einiges los in der Stadt, das kann man wohl sagen. Wir müssen auch den Hohen Vater. Nun, irgendwas stimmt nicht mit ihm. Ist er verletzt? Er wurde angegriffen und Teile der Waffen stecken noch unter seiner Haut. Das sollten wir am besten auch in einer freien Minute, wenn wir dann eine bekommen, untersuchen. Geht es ihm soweit gut? Ist er stabil? Wir haben, so gut es geht, versucht, ihn zu stabilisieren. Ja, und, entschuldigt. Ich muss erstmal Atem holen. So. Heiliger Vater, jetzt hört auf mich zu hauen. Das ist eine Eisenrüstung. Ihr tut mir nicht weh. Er scheint ein wenig aggressiv zu sein. Okay. Das ist gut. Der Heilige Vater. Hört auf jetzt mit diesen Pläuschen. Wir müssen zur Fürstin. Kommt. Asavo, bleib hier bei Melvin. Kümmere dich um ihn. Asavo nickt nur. Ja, es leistet keine Widerworte gegenüber Rohaya. Eure Kaiserin hat gesprochen. Vorwärts! Vielleicht sollten wir den Hohen Vater hier lassen. Lass mich doch einmal gefesselt. Kurz zu Atem kommen. Das Tanzen war ganz schön anstrengend. Komm, Boltax. Asavo. Die Verräter kennen keine Ruhe, dann dürfen wir auch keine kennen. Rohaya läuft schon über den Saphirplatz nach Norden. Ich gehe hinterher. Ich lasse ihn nicht alleine da hochlaufen. Asavo kriegt den Heiligen Vater in die Hand gedrückt. Gut drauf aufpassen. Und ja, dann rennt Rafim ihm hinterher. Pass auf Isarun auf! Ja, krieg mal hin! Mira, komm! Und so stimmen wir in den Palast. Wo ist eigentlich unser Paket, was wir bis hierhin eskortiert hatten? Also wo ist Alvan? Der sitzt auf meinem Pferd. Okay, also hat Rohaya ihn gesehen? Und der Rest ihrer Truppen auch?
Wir hatten ihm eine Robe gegeben. Vielleicht war er geistesgegenwärtig genug, um sie sich wieder überzuziehen. Das weiß ich nicht. Ich werde persönlich nicht drauf geachtet haben. Habt ihr wahrscheinlich keine Augen für gehabt. Rohaya offenbar auch nicht. Gut, ist ja auch vor allem, er hat gekämpft. Er wird irgendwie Blut auf sich haben und verdreckt sein. Vielleicht erkennt man ihn gar nicht. Er hat ja keinen Wappenmann und nichts. Er trägt ja einfach nur eine Pilgerrobe. Also er könnte irgendein Typ mit schwarzen Haaren sein. Ich denke nicht, dass jemand außer Iserun und vielleicht der Fürstin, die nicht hier ist, ihn vom Sehen her erkennen würde. Ja, passt. Hat wahrscheinlich niemand drauf geachtet. Ihr betretet die Festung des Fürstenpalastes. Vor euch im Gang hängt für alle sichtbar das Gemälde von Eldern Gorbas. Den breiten Flur entlang an den Trophäen aus der Kaiserzeit vorbei, die hier ausgestellt worden sind, bis ihr letztlich die beiden Flügel aufdrücken könnt. Als ihr den Thronsaal erblickt, könnt ihr erkennen, dass die Fürstin Immergunda am Thron steht. Sie scheint nachzudenken. Doch als ihr näher kommt, könnt ihr erkennen, dass sie an einem langen Seil von der Decke baumelt. Ihr Nacken ist gebrochen. Ihre Lippen sind blau, ihre Augen feuerrot. Sie ist tot. Und als ihr gerade zu ihr eilen wollt, könnt ihr sehen, wie hinter dem Thron eine hagere, flackernde Gestalt steht. Das konturlose Gesicht von einem langen Bart gerahmt, eine schwarze Magierrobe mit Wappen von Lolgrimod Tesfai. Noch bevor ihr etwas tun könnt, flirrt der Guardianum vor ihm mit schillernden Schmeißfliegen als Schutzschild. Er hebt die Hand und deutet auf Ohio. Du sollst nie eine Familie dein eigen nennen, Königin von Gareth. Du sollst niemals Frieden finden. Du bist ebenso rastlos und verdammt wie ich, Ohio. Doch im Gegensatz zu mir weißt du es nicht. Initiative. Habe ich bereits für euch ausgewürfelt. Wir beginnen mit Mira. 11. Hast du gesehen, dass wir noch Heiltränke getrunken haben? Hab ich gesehen. Gut. Ich ziehe vor Mira vor und renne. Haben wir den Nibrit? Ja. Ich sehe es nämlich nicht. Warte. Ist das 1:1? Ja, okay. 1:10. Okay. Also 24 Meter sind das. Korrekt. Dann laufe ich erstmal eine Aktion. Passen. Mira läuft auch ihre erste Aktion. Gut. Dann ziehe ich auf der 36 vor. Beziehungsweise, was hat er? Nur eine 32. Ich verkürze, und zwar zweimal Ignisfero Leichenbrand. Er hebt seine Hand, deutet auf euch. Ignisfero Leichenbrand. Und zaubert zwei Aktionen. Am Ende der Kampfrunde kommt er an. Wir. Voltax. Ich möchte vorziehen. Ja, ich bewege mich natürlich. Allerdings, das ist ja eigentlich egal, wo ich mich hinbewege. Es macht am meisten Sinn, mich diagonal zu bewegen. Bei der Aktion. Und dann würde ich meinen beiden freien Aktionen jeweils noch zwei Schritte nach vorne tun. Gut. Habe mir 17. Ich möchte vorziehen. Ja. Ich schreite nach vorne, also zwei Schritte, 1:10, ja. Zwei Schritte nach vorne. Ja. Asmodeus! Praios soll euch strafen, ihr widerlicher Hund! Geblendet sollt ihr sein! Und wirke einen Blendstrahl aus Alvaran. Ja, wie lange dauert das? Bei Aktion. Zwei? Ja. Ja, er ist aber vorher dran. Ja, das ist richtig, aber ich lasse mir nicht nehmen. Gut, Rafim hat schon vorgezogen, Yalan vorgezogen, Abelmir. Ich würde einen Guardianer wirken. Verkürzt, dauert er eine Aktion. Grundmodifikation, ne, 3 SP. Verkürzt ist plus 5, plus 3. Ja, gegen, was hat er so gesagt, irgendeine Variante? Deiniges wäre ein Schadenszauber, es muss ja keine Variante ansagen. Genau. Gut. Hätte ja sein können. Außer ja keine Protektion, also in dem Fall sind wir im Arsch. Jo. Sieht gut aus. Wieso? Ein einmal verkürzten Armatrutz für 4 wieder. Okay.
Nächste Aktion? Oder dauert das zwei Aktionen? Dauert zwei Aktionen. Das dauert bestimmt. Jetzt zwei Aktionen, genau. Sulamin. Du siehst, wie eine riesige, schwarz stinkende Feuerkugel auf euch zurast. Ja, wegrennen, sich verteilen. Wer komme ich dann, wenn ich renne? Weiter, als der Guardianum Schaden macht. Denk dran, dass es 1 zu 10 ist. Wenn du rennst, kannst du, wenn du keine Rüstung trägst, 24 Schritt rennen. Mal 2, sie kann nicht sprinten. Gerade Linie sprinten oder irgendwie schräg laufen. Ja, okay, dann halt immer noch 16 Schritt, was immer noch reicht, um den Guardianum auszubrechen. Also kannst auf dieser Karte 160 gehen. Okay, das ist echt weit. Gibt es einen Grund, warum ihr alle anderen nicht so weit seid? Ja, weil ich fertig bin mit Laufen. Weil ich meine Aktionen für was anderes brauche. Weil ich sehr, sehr langsam bin. Danke, Boltax. Ja, du kannst doch einfach stehen bleiben, dann bist du nah, aber mir ist gar nicht Ahnung. Also, so, was willst du tun? 3, 2, 1. Ich renne dahin. Alles klar, hinter die Säule. Dann kommt der Ignisfero-Leichenball an. Nee, ich bin nochmal. Okay. Ich bin eine Aktion gelaufen. Ja. Laufe nochmal und schmeiß mich hinter der Säule in Deckung und sag Mira mit meiner dritten Aktion, dass sie selbiges tun soll. Gut. Der Ignisfero hat auch eine Geschwindigkeit. Ja, ich glaube 15, und zwar ist das ne? GS 15, ja. Also kann also 3x15, 45 Schritt rasen, das reicht, oder? Maximal oh ja, das reicht locker. Von 15, ja, GS, der angerichtete Schaden. Dann ist er sicherlich nach einer Aktion bei euch. Nach zwei, aber ja, macht keinen Unterschied. Ja, genau. Gut, er hat diese Kampfrunde gezaubert, zwei Aktionen verkürzt und nächste Kampfrunde. Jetzt kommt erstmal die Liturgie. Gut. Gut, aber ja, eine Aktion gezaubert. Also verkürzt? Guardiano kann das gerade nochmal mit 2. Ja, aber mir hat ja, das hat er okay. gesagt, dass es verkürzt ist. Dann ist gut. Ich könnte mich ja bewegen, ich würde mich nach rechts bewegen, ganz normal mit GS 6. Renn nicht von mir weg, dieser Rund weg, wir stehen alle in deinem Schild. Ruhe. Dahin. Das reicht, ich stehe in seinem Schild, das reicht. Ja, aber diese auch nicht mehr. Die hat Mama trotz. Wow. Noch nicht. Unter Latissen brennt, oder was ist? Hey. Okay, ich würfel erstmal und dann sehen wir weiter. Das ist auf jeden Fall gelungen. Wir sind nicht im Monat der Gottheit, wir sind auf keinem geweihten Boden. Ich zeige dir sauberes Zeug, ich wirke nicht eigensüchtig, bla bla bla. Ich glaube, es kommen keine Modifikatoren zu tragen. Entsprechend habe ich 15 LKP-Stern über. Er kostet übrigens 5 Punkte, also ich kann ihn noch wirken. Ja, kein Problem. Du wirkst ihn gegen jemanden. Asmodeus von Andergast. Wie kann er sich verteidigen? Gar nicht. Es ist Preis göttlicher Wille, du kannst dich dagegen nicht verteidigen. Okay. Ich lese dir den Text kurz vor hier. Aus der Hand des Geweihten fährt ein gleißender Lichtstrahl, der eine Person blendet. Alle Talent-, Zauber- und Fernkampfproben des Geblendeten sind um LKP-Stern halb erschwert, also 8. Seine Initiative sinkt um LKP-Stern halbe, also 8. Außerdem werden LKP-Stern halbe gleichmäßig von AT und PA abgezogen. Ich glaube nicht, dass es für uns relevant ist. Das ist nicht relevant. 32 minus 8. 24. Das ist nicht so viel. Es macht immerhin, dass er nicht mehr. Zum einen ist Sulamin jetzt vor ihm, zum anderen macht es, dass er nicht mehr zwei Aktionen vor uns durchbringen kann. Das ist richtig, gut. Und wir können ihn noch blitzen, um ihn weiter runter. Aber mir, letzte Aktion. Ich habe mich bewegt. Alles klar, dann Kampfrunde. Ja, Mira, ich glaube einfach mal mit GS15 ist der Feuerball als erstes dran. Der Feuerball rast auf Abel mir zu. Beziehungsweise nee, auf Jarlan. Er kommt auch an. Ja, so, jetzt frage ich mich, wie ist der Guardianum definiert? Abelmirs Schild hat einen Radius von 3 Schritt. Zum einen stehe ich also so oder so drin, zum anderen, da Abelmir vor mir steht, wird der Feuerball sowieso in seinem Schild anschlagen, außer Asmodeus lenkt ihn speziell drüber. Er ist aber, genau, das überlege ich gerade, ob man den lenken kann. Ich glaube, du kannst den Feuerball lenken. Das ist eine Variante. Ja. Nein, du kannst, in der Variante fliegt er eine vorgegebene Bahn ab. Du kannst den, Bewegung plus 3. Richtig. Du kannst den Feuerball als solches als Magier lenken. Richtig. Er hat nämlich eine Telekinese-Komponente. Ja. Es ist kein Geschoss, das du abschießt. Du kontrollierst diesen Ball, bis er explodiert. Habe ich nicht angesagt? Ich hatte eine gerade Linie angesagt. Obwohl ich mit der 36, mit der 32, habe ich den Guardianum natürlich auch mitbekommen. Würde ich euch trotzdem... Oh, da möchte ich einen Wurf auf Zauberpraxis sehen. Ja, warte. Ich möchte trotzdem vorher fragen, wie ist der Guardianum definiert? Drasch Reichwert, er fängt Zauber mit dem Merkmal Schaden ab. Der Ignisfero hat Schaden, er wird also abgefangen. Easy peasy.
Auch den Sekundärschaden aus der Explosion. Weil er nicht gegen ihn gewirkt wird. Aber die Explosion würden sich ja trotzdem... Nein, die Explosion wird auch vom Guardianum gefangen. Genau. Schildstärke 31. Richtig. Gegen die Explosion hilft allerdings kein Aura-Panzer, wenn ihn irgendjemand hat. Dummerweise. Reden wir da nicht drüber. Dummerweise. Ist vollkommen egal. So, meine Sternchen. Ich ziehe mir 4 Punkte ab. Nee, gar nicht. Asmodeus hat hohe Werte. Ich ziehe mir 2 Punkte ab. 14 minus 2 sind 12. Das sind die Hälfte. 12 halbe sind nochmal 6 TP, sind also 5W6 plus 6. Ich muss sagen, der Ball braucht 2 Aktionen, um zu uns zu kommen. Sind 31 TP. Das heißt, jeder, der 8 INI unter Asmodeus ist, kann jetzt noch einmal agieren, bevor der Ball einschlägt. Na, der Ball hat ja an sich eine eigene Initiative, eine GS15 die von Asmodeus sein wird, denn der Ball würfelt keine INI. Ja, dann ist er trotzdem höher, weil er hat ihn abgeschossen bei der 32. Richtig, der braucht 2 Aktionen, um zu uns zu reisen. Zulamin kann sich noch bewegen. Ja. Richtig, nur Zulamin. Na, und diese Runde. Okay, dann könnte ich mich quasi spiegelbildlich zu Rafim bewegen, oder? Könntest du machen. Nee, Iserun nicht, sorry. Ja, erste Aktion. Hinter den Säulen nach vorne hechten. Und dann schlägt der Ball ein auf Abelmir. Der wird vernichtet jetzt, ne? Ja, Schildstärke 31, also wird plus mir. Er löst sich auf, der Granjano und der Zaubertor, der Ines hier ebenfalls. Außer da liegt ein Protektion ist drin, mit 14 ZF für Stern gesprochen. Nee, das werde ich nicht machen, aber wenn der Guardianum jetzt vernichtet wird, dann wird trotzdem 3 Meter Abstand Abel mir trotzdem von dem ausbreitenden. Nein, die Flammenwolke des Ignisfero wird auch vom Guardianum aufgehalten. Pass auf, genau. Der Guardianum macht 31 Schaden, der Ignisfero macht 31 Schaden, das heißt, die canceln sich exakt aus. Ja, okay, ihr habt recht. Schade, man. Also ich würde dir zustimmen, dass der nicht abgefangene Umgebungsschaden dann auch reinkommt, ja. Genau, aber 3 Meter Abstand. Richtig, aber er wird halt komplett gefangen. Könnte man jetzt diskutieren. Nee, passt schon. Dann steht der Thronsaal zur Hälfte in Flammen und Abelmir wird 1, 2, 3 Schritt zurückgeworfen durch den Ignisfero-Leichenbrand. Das war nur die Aktion vom Feuerball. Dann würfelt er einen anderen Zauber und spricht ihn in seinen Stab. Solami, du kannst vorziehen. Ja, aber komme ich an ihn ran und... Sturmangriff! Sturmangriff! Also ich könnte ihn daran hindern. Ich komme hin. Warte. Moment. Ja. Nee, reicht nicht ganz. Was schon einer Aktion Sturmangriff? Mit Sturmangriff? Achso. Wie hoch ist deine Geschwindigkeit, Solami? 9. Achso, sie ist diese Runde schon gelaufen. Ja, tut mir leid. Ich hab's vergessen. Achso, ich dachte, es tut mir leid. Ja, ja. Ja, okay. Ich wollte mich nicht bewegen. Schade. Okay, dann ist Sulamin durch. Mira. Ich zieh vor Mira vor. Ja. Ein Schritt da raus. Sturmangriff. Ich trage die Erschwernis gar nicht ein, weil, ja. Ne? Er pariert und löst seinen Zauber aus. Und zwar den er eben gerade in seinen Stab eingesprochen hat. Eisen, du hast doch Patina. Nein, besser. Den kennst du schon. Fuck. Er hat einen Schicksalspunkt und er benutzt den Schicksalspunkt. Das ist traurig an der Stelle. 2, pariert. Parallel, Paralein. Wie hoch ist deine Magieresistenz, Rafim? 8. Lass mich nicht lügen, ich glaube 8. Aber ist eh egal bei dem. Mit technisch gesehen kannst du den Parallel ja nicht auf eine Parade auslösen, weil du den Typen selbst berühren musst. Aber lassen wir mal Gnade vor Richter gehen. Ich habe das ja schon mal mit dir gemacht. Ja, genau. Du jetzt darf ich mal. 8. Er pariert deine Sense und du verstehst nicht genau, was passiert. Du kannst dich keinen einzigen Millimeter mehr bewegen. Mit den Augenwinkeln siehst du noch die Tote, erwürgte Irmegunde. Neben dir baumeln. Asmodeus benutzt dich jetzt als Schild und steht einfach weiter hinter dir. Weiterhin flimmert ein Guardianum aus Schmeißfliegen. Boltax. Ja, ich bewege mich weiter in den beiden Aktionen. Und dann mache ich noch einen Schritt. Dann Abelmir. Ich will einen Axe Artus verkürzen. Ja, wie viel Aktion dauert das dann?
Ich guck gerade mal nach. Auf drei Aktionen und dann auf zwei runter, ne? Ich glaube, er hat normalerweise vier, also kämpfst du nur auf zwei runter. Ja, also definitiv. Zwei Aktionen verkürzt, also eine Aktion. Oh, wow, okay. Oh, Mensch, dann Basisinitiative mal zwei. Dann Basis, nicht mit Kampfreflexen hast du nicht gesehen. Basis ist 15, ne? Nee, nie im Leben hat er bei mir eine Basis von 15. Du musst davon 4 Punkte abziehen für Kampfreflexe. Hätte eine Basis von 11. Das wird doch das auch. Hat dich viel nein, Leben nicht, nicht mit. Das wird nicht mitgemacht. Sonderfertigkeit nicht. Es geht um die Basis, Inni. Mhm. Aber er schafft es eh nicht. Also er schafft es okay. Nicht. Nächste Aktion? Ich würde mich nach vorn bewegen. Wie viel lange? Wie viel? Wenn ich renne, ich kann ja 12 Schritt rennen jetzt, oder? Du hast eine Aktion, also einmal GS. 8 Schritt plus 2 Schritt aus freien Aktionen. 10 Schritt. 3, 2. Plus Athletik, Stopp. Wenn es drauf ankommen lassen möchtest. Auf ihn hat er vorgezogen. Jala. Ich möchte Athletik proben, um meine Rennreichweite zu erhöhen. Ja, Sprint. Ja, gucken wir mal. So, meine Geschwindigkeit steigt 0,2, das heißt, ich habe 0,6 Schritt mehr Rennen. ja. GS, okay. 3. Und zwar, ich laufe meine 15, das sind hier 150, und dann darf ich noch 0,6, also 156 laufen, das hat's gebracht. Oh, und das Gute ist, dass Rafim vor dir steht, das heißt, du kannst nicht weiter sprinten, sondern müsstest mit Aktion Position dich vorher positionieren. Ja, und dann kann ich noch 2 freie Aktionen Schritt tun. Danke sehr, dass du mich dran erinnerst. Wieso? Ich möchte ein Guardianum mit 2 Varianten sprechen, einmal gegen Dämonen und einmal gegen Zauber. Das ist eine Erschwernis von plus 6. So macht man es richtig. Der Ignisfero-Leichenbrand ist nämlich dämonisch. Das ist egal, er ist trotzdem Schaden. Ja, aber wenn er dämonisch ist, dann hat sie mehr Schildpunkte. Nee, dann ist trotzdem Schaden, geht als Schadenszauber gegen ihren Schild. Die Schildpunkte gelten nur für Angriffe von Dämonen, nicht von dämonischen Zaubern. Ah, okay. Doch, auch von dämonischen Zaubern. Ja, aber von dämonischen Zaubern fangen sie ihre normalen Schildpunkte ab, nicht diese 7er Teilung. Dann hat sie aber noch die Zaubervariante, da hat sie ja dann die Zauber. Die sind dann ja höher, glaube ich. Gut, dann hat sie. Das gilt gegen mehr Merkmale, genau. Das ist eine Aktion, ne? Nee, das sind 2 Aktionen, der ist nicht verkürzt. Asmodeus hatte schon gehandelt, Sulamin hat auch gehandelt. Dann nächste Kampfrunde. Bevor. Stopp, Asmodeus zieht auch vor. Verdammt. Und zwar, ich möchte auch vorziehen. Was ja, macht er denn? Er möchte einen weiteren Ignisfero in 2 Aktionen sprechen. Und zwar gegen entweder Yalan oder Isoron. Das überlegt er sich noch. Okay, nicht und wenn ich hinrenne und ihn angreife, dann stört ihn das vermutlich. Dann muss er eine Störung ignorieren. Wofür? Selbstbeherrschung. Also Selbstbeherrschung erschwert um erlittene SP. Gut, dann möchte ich das machen. Eine Aktion Position oder willst du Sturmangriff machen? Sturmangriff, komm. Ich habe keinen Sturmangriff. Also. Wow. Eine Aktion Position. Schauen wir mal, ob das passt. Bist du eigentlich mit 2 Aktionen Schritt und dann zieh dich ran. Ja, passt genau. Gut. Und einen Angriff. Ich nehme an, den findet man besser. Finte 6. Ist gut, dass du keinen Wuchtschlag angesagt hast. Ey, ich wollte sagen, er ist doch schon am Zaubern. Ist doch egal, ob du findest. Genau. Ja, okay, war dumm. Wuchtschlag wäre halt das, was du möchtest. Schaden? Wow. 1 plus wie viel? Plus 4. Okay, er nimmt das so hin und ignoriert die Störung. Dann kann Isoron noch vorziehen. Nee, ich bin ja beide Aktionen beschäftigt. Nee, das ist die nächste Kampfrunde. Oh, okay. Du bist durch mit deinem Guardianum. Ja, dann möchte ich lossprinten. Ja, wenn du ein Guardianum jetzt hast, dann macht es keinen Sinn, dass ich den gegen dich spreche. Dann spreche ich gegen Jana. Kann ich? Ich bin ja vorhin dran. Du bist nicht vorhin dran. Ich bin dran, bevor der Ignisfero bei mir ansteigt. Was habe ich denn nochmal für eine Geschwindigkeit? Kann ich, 6? Kann ich, wenn ich vorwärts sprinte, ich nehme an, ich habe noch den Streitkorb und den Schild. Warte mal, dran, Ruhe. Okay. Geschwindigkeit war 6 oder 8? Ich vergesse das. Also, wie viel Behinderung hast du? Eine. Dann 7 wie viel Meter. Behinderung hast du? Das ist die Frage. Ein Behinderung. 7 Meter. Dann 7. 7 mal 3 sind Sprint. Achso, du hast Gewandtheit 16, dann sind es 8. Jetzt frisst Jana den
Ich weiß gar nichts. Ich kann handeln, der Ignisfero schlägt erst nächste Runde bei mir ein. Erst muss zwei Aktionen zaubern und dann muss der Ignisfero erst fliegen. Nee. Doch. Der ist ja direkt bei dir. Ist gar nicht direkt bei mir. Kann ich echt so weit sprinten? 21 Schritte. 7 mal 3, du kannst sogar 21 sprinten. Ja, nicht, ich muss nur hier nochmal mich hochscrollen in der Karte. So. Du bist nicht so schwer gerüstet wie Jalan. Ja, weißt du was? Stimmt. Lass ihn sein. Lass ihn sein, Ignisfero zaubern. Zwei Schritte. Kann auch ruhig. Okay. Ich bin immer noch im Vorziehen, wenn ich mich nicht tausche. Er zaubert ihn. Warte. Boltax. Ja, ich würde erstmal gerne zwei freie Aktionen Schritt machen. Und dann würde ich Asmodeus von Andergast gerne psten. Also einen Silenzium Schweigekreis. Ja, er zieht schon vor. Kannst du dann nächste Runde machen. Aber ich habe ja noch nicht gezaubert. Also ich muss den Zauber ja trotzdem würfeln. Der dauert zwei Aktionen. Ja, okay. Er ist trotzdem vorher dran. Also, ich möchte vorziehen. Ja, kannst du machen. Ich habe immer noch den Schild in der Hand. Kann ich nach vorne sprinten? Einen Sturmangriff nicht auf Asmodeus, sondern auf Raffin machen, um ihn mit meinem Schild in Asmodeus von Andergast reinzuschubsen. Das ist eine coole Idee. Du kannst einen Sturmangriff gegen Raffin machen, dann würde ich. Was macht denn der Schild an Schildschaden? W6 plus 1 TPA oder so. Ja. Und Raffin ist sowieso unverwundbar, also das hätte. Und Raffin ist super stark, vielleicht kriegt er noch einen Körperkraftmodifikator. Das ist auch egal, denn er ist eine Statue. Ich würde dir das zugestehen, aber die Aktion. Was ist denn das? Ein Sturmangriff, ne? Ja. Die ist halt auf nach zwei Aktionen durch und vorher ist der Ignisfero fertig. Ja, aber wenn er die Konzentration verliert, während er seinen Ball steuert, explodiert der Ball auch. Explodiert dann halt auf uns und Asmodeus brennt mit, aber explodiert auch. Und die Fürstin im Burgund. Okay, ich schubse Raffim von hinten mit einiger Wucht in Asmodeus hinein. Gut, das ist deine Aktion. Kannst mal einen Sturmangriff mit Raufen. Ist schon getan. Raufen. Raufen. Du schlägst nicht Raffim, du trittst ihm voll in den Rücken. Du trittst ihm auf alle Fälle in den Rücken. Gut, so. Abelmir darf noch gucken, was man macht. Ich würde einen Umbraporter wirken, verkürzt. Reichweitenverlängerung hinter ihn. Ist also plus, lass mich überlegen, Verkleinerung, Vergrößerung Reichweite 5 und Verkürzung ist ebenfalls 5, plus 10, also plus 5. So, ich überlege gerade, mein Ignisfero, ich ziehe mir 4 Punkte von den 14 ab, dann habe ich noch 10 und dann noch 8 Punkte von dem Blendstrahl, ne? Ja. Dann habe ich noch 2 ZFP-Sterne. Warte kurz, ich gucke nach. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. 2 ZFP-Sterne. Ja, das sind ja KP-Sterne halber, okay. Das reicht schon, dass er den Zauber nicht. Das reicht nicht. Also ja, du stehst gerade nicht mehr im Gardium von Isorun, darum geht's. Doch, tue ich. Nein. Guck, es sind 3 Meter. Du stehst da mittendrin. Du hast gerade Raffim umgeworfen. Ja, also. Damit steht hier alle mitten Raffim. Okay, das ist ein Meter. Hauptsache, der Ball explodiert genau hier. Ja. Also, er wird wahrscheinlich auch. Den Schaden bin ich bereit zu nehmen. Denn Andergast, Asmodeus leidet da mehr drunter als ich. Okay, Umreporter, wie lange dauert er? 2 Aktionen verkürzt. 2 Aktionen, dann verschwindest du jetzt in den Schatten, ja? Exakt. Gut. Stellst dich in die Säule und bist weg. Geht mein Psst durch oder hat er höher als 9 Magieresistenz? Seine Magieresistenz ist wesentlich höher als 9. Gut, das ist auch wunderbar. Dann 5W6 plus 1.